Zurück aus der Pause. Ich befinde mich jetzt im Showroom Home 24 Berlin. Hier stellt Eva Pattberg ihre neueste Kollektion vor. Home 24 und Eva Pattberg luden zu einem ganz speziellen Event ein. Bevor die Gäste bei Musik und Drinks die neue Kollektion erleben konnten, fand am Nachmittag ein Blogger-Workshop statt. Vom Topmodel zur Interieurdesignerin. Fashion meets Interieur. Der Home 24 Showroom in Witte ermöglicht erste Einblicke in die Kollektion, die man ab sofort bei Home 24 online bestellen kann. Jetzt ist ja hier das tolle Event. Wie kam es dazu mit Eva Pattberg? Ja, die Eva Pattberg, die macht ja aktuell schon die zweite Kollektion für Home 24 und wir haben in allen Stores haben wir auch ein kleines Pattberg Setting stehen für unsere Eva-Kunden und hier im Zuge dessen für die Vorstellung haben wir natürlich Eva eingeladen, Blogger und die Kunden, die dann nachher kommen können. Mix und Match lautet die neue Kollektion von Eva Pattberg, die zum vielfältigen Kombinieren einlädt. Also meine Designkollegin Katja Will und ich, wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt bei der Kollektion uns nicht auf einen Stil festlegen, nicht auf ein Thema, sondern eigentlich zeigen, wie wir wirklich wohnen. Also wir mischen zu Hause unterschiedliche Stile miteinander. Das heißt, es gibt irgendwie vielleicht ein modernes Designteil, was aber auch neben einem Sessel aus dem Flohmarkt funktioniert oder was halt auch auf einem Boho-Teppich funktioniert. Und diese Welt, die wir zu Hause haben, wollten wir eigentlich so in diese Kollektion rüber transportieren. Sehr gemütlich sieht das aus. Wie kam es denn zu, dass du unter den Möbeldesignern gehst? Wir haben vor ein paar Jahren zwei kleine Modekollektionen gemacht und haben so ein bisschen rumgesponnen, was wir uns noch so vorstellen könnten. Und eigentlich war Interior immer so ein Thema, was uns privat so beschäftigt hat. Ne? Wenn so Freundinnen sich treffen und man tauscht sich irgendwie aus. Ah, ich habe gerade so eine tolle Lampe gesehen in diesem Vintage-Laden oder ich habe mir letztens einen neuen Teppich aus Marrakesch mitgebracht oder irgendwie sowas. Und dann haben wir einige Zeit später, nachdem dieser Gedanke zustande gekommen ist, eben mit Home24 einen Partner gefunden, mit dem wir das alles umsetzen dürfen. Und das ist bis jetzt eine sehr, sehr tolle Zusammenarbeit gewesen. Ich fand gerade ein Blogger-Event statt. Was habt ihr da kreiert? Wir haben heute eine Bloggerin dabei, die viel so DIY-Projekte macht auf ihrem Blog. Und die hat uns heute gezeigt, was ich auch sehr interessant fand, wie man Vasen, also wir haben so eine Serie von Glasvasen in der Kollektion, wie man die quasi mit Blattmetallen, also mit Kupfer oder Blattgold oder Silber, ein bisschen personalisieren kann. Ja, du jettest um die Welt als Topmodel, jetzt als Designer, Möbeldesignerin. Was bedeutet denn für dich zu Hause? Zu Hause ist für mich einfach so ein Ort, wo ich wirklich so an der Eingangstür die High Heels liegen lasse und wo es um Gemütlichkeit und um Wohlfühlen geht. Das hat natürlich auch mit den Menschen zu tun, ganz viel, aber auch ganz viel mit dem, was da steht und der Couch, auf die ich mich dann abends lege. Und zu Hause ist eine sehr persönliche Sache auf jeden Fall. Dass das Label Senu eine Herzensangelegenheit ist, sieht man am vielseitigen Sortiment der ausgewählten Lieblingsstücke. Uns hat Eva Pattberg bereits überzeugt und bei home24.de können auch Sie sich begeistern lassen. Ich bin jetzt hier am Kino International, denn hier feiert heute feierlich Premiere der Film Fickepuck. Interessiert mich nicht. Hallo Leute, ich bin in der Klappe. Tom, lassen Sie uns über Frauen sprechen. Die Frauen wollen, dass man sich für sie interessiert, als Mensch. Und wir wollen, dass man sich für uns interessiert, als Penis. Wie ist das mit Frauen in der Realität? Wer hat Ihnen denn gegen die Schüssel getreten? Fickepuck ist eine vielschichtige Vater- und Sohn-Geschichte, die mit ihrem provokanten Humor ihr Verhältnis zu Sex und Frauen darstellt und das Männerbild auf allen Ebenen demontiert. Du warst der größte Stecher von Wuppertal. Das ist alles Oton, meine Mutter. Dein Vater, der konnte eine ganze Bar in Windeseile für sich vereinnahmen. Der ist in die Bars reingegangen, hat sich an Tresen gestellt und einfach nur geguckt. Also du möchtest, dass ich dir beibringe, wie man es schafft, dass eine Frau Lust bekommt, mit einem wie dir zu schlafen. Was sind die drei wichtigsten Punkte in der Anmachstrategie? Charme, Humor und Nachgiebigkeit. So armselig. Ich habe mit mehr Frauen in meinem Leben gevögelt, als du Haare gefärbt hast. Ja, du siehst so aus. Wie sieht's aus? Kommst du noch mit zu mir? Ich will, dass ihr euch neu
erfindet. Der Männliche ist schön und nicht das Weibchen! Franz Rogowski, der Star der Münchner Kammerspiele und Viktoria, erzählt. Als du das Drehbuch gelesen hast, hast du gesagt, yes, den will ich machen. Ja. 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 Was war die schönste Rolle da? Also der schönste Dreh da? Das Seminar? Es gab viele sehr schöne Momente. Meine Versuche im Auto Sex zu machen mit einer Unbekannten sind für mich immer noch ein Highlight. Gab es auch viel Improvisation, dass du viel Input reingebracht hast in den Film? Ideen? Es gibt so Handyvideos, die sind improvisiert. Der Rest ist aber nach Drehbuch und kommt nicht von mir. Das sind auswendig gelernte Texte. Und der Name, woher kam, der kam natürlich auch vom Regisseur? Ja, da musst du den Jan nochmal genauer fragen. Ich glaube, das ist in Anlehnung an den Schweigefuchs. In der Schule gab es, glaube ich, ein Zeichen, wenn die Schüler zu laut waren. Das war der Schweigefuchs. Und der Fickefuchs ist, glaube ich, ein Zeichen, das man macht, wenn man... Jan, warte mal. Wann macht man den Fickefuchs? Schweigefuchs, Fickefuchs, wann macht man das? Den Fickefuchs kann man so zur Begrüßung, zum Abschied, wenn es einem recht ist. Ich komme noch gleich auf dich zurück. Gut. Ja. Nur hier so die Expertenmeinung sozusagen. Vielen Dank für die Aufklärung und ganz viel Erfolg. Und deine Filme haben alle Erfolg. Ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Jan-Henrik Stahlberg über Beklemmungen und sexuelle Probleme. Ich habe gerade schon gehört, den Begriff von Fickefuchs, woher der kam. Woher kam denn die Idee des ganzen Buches? Die Idee kam von Wolfram Fleischhauer, den sehen Sie hier. Wolfram, kommt doch bitte zum Interview dazu. Das ist der Co-Autor, der die Idee hatte. Er hatte die Idee von den Vagina-Monologen, das kannst du ja selber sagen. Ja, ganz gut. Genau, die Eve Ensler, die Vagina-Monologe hatte ich im Theater gesehen und dann dachte ich, ich muss jetzt die Penis-Monologe schreiben, weil Männer mit ihrem Geschlechtsteil ja auch Probleme haben, aber vielleicht andere. Und so fing das an, vor vielen Jahren. Genau, Sie sprechen ja auch an die sexuelle Bedürfnisse. Wie wichtig ist es in dieser Zeit auch, dass männliche sexuelle Bedürfnisse haben? Ich glaube, das war schon bei den Römern so. Okay. Soll heißen, das ist, glaube ich, nicht eine spezielle Eigenart von den Männern heutzutage. Ich glaube, wir haben halt manchmal Beklemmungen über unsere Probleme, die wir nicht so gut lösen können, und sexuelle Probleme sind schwer zu lösen, zu reden. Und ich hoffe, dass dieser Film insofern einen Beitrag dazu tut, dass man zumindest sagt, ich bin nicht alleine und ich kann darüber lachen. Gab es auch sehr viel Improvisation, weil das sah so alles so toll aus, so wie die Stammtischrunde oder dieses Ballseminar. Woher kam das? Also ich freue mich über die Frage, weil genau das ist eigentlich bezweckt, dass Sie den Eindruck haben, das ist improvisiert, das ist es aber nicht. Es ist zu 80% alles geschrieben und inszeniert. Und das war, das war die Absicht, aber ich danke für die Frage, weil genauso soll es wirken, aber es ist es nicht. Ja. Und gibt es wirklich so ein Ballseminar? Das interessiert mich jetzt nur mal. Also Pickup-Artists gibt es jede Menge, das ist ein wachsender Markt und deshalb haben wir das auch aufgegriffen, weil wir waren selber erstaunt, wie viele Tausende von Männern offenbar nicht mehr in der Lage sind, normal irgendwie eine Frau anzusprechen, weil sie sind so verunsichert, dass sie meinen, sie müssen erstmal einen Kurs machen. Das fanden wir einerseits komisch, aber dann auch irgendwie tief traurig und auf jeden Fall verstörend. Was machst du denn? Ich pinkel. Im Sitzen. Was bist denn du für ein Relikt? In meiner Generation pinkeln alle im Sitzen. Du machst dich so zum Horst. Das ist doch Ehrensache, Thorsten. Torben. Das heißt Torben. Wie Torben? Fickefuchs. Jetzt im Kino. Ich bin jetzt hier in der CWC-Galerie und treffe auf David Drabin. Der in New York lebende Fotograf David Drabin stellt in der CWC-Galerie seine Ausstellung Love and Lights von David Drabin vor. Now you're starting your new exhibition, Shut Up and Kiss Me. Welcome. Thank you. I love Berlin. I love TV Berlin. I love camera work. Thank you. Thank you so much. What are we going to see here in your exhibition? This exhibition has neon light installations like this, Shut Up and Kiss Me. We also have large-scale photographs. We have etchings on glass. We have photo sculptures. And we have light boxes. We have five different art forms.
all being shown with camera work, and I've been with camera work since 2004. Wow. I love Camera Work Gallery, amazing, amazing place. Okay, and where did you hear about that? Shut up and kiss me. I was at a restaurant. So when we make the neons, they just sort of come spontaneously. And I was at a restaurant having dinner by myself, and I heard the next table, this guy was talking so much, and this girl looked at him and said, "Shut up and kiss me." And I thought, "Oh my God, we'll be showing that at Camera Work in no time." Then you have a figure in the next room. What is that? Oh, that's a photo sculpture. So that's a photograph that I made in a studio with 150 cameras. It's 3D, okay? 360 degrees, and then we print her with a 3D printer, then we cover her in glitter, and then it's housed in acrylic with a mirror underneath. It is a grueling process, but a beautiful result. Zu sehen gibt es die Ausstellung Love and Light bis zum 13.01. in der CWC Galerie. Nun bin ich schon wieder am Ende der Lifestyle-Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder.